Leute, wir haben einen richtig krassen Tag vor uns. Ich habe gerade mein Essen vorbereitet. Ich habe nämlich heute einen Auftritt. Mich hat eine Band gefragt, ob ich einspringe, um am Keyboard zu spielen für heute, für ein Lied bei einem Auftritt. Und das werden wir heute machen. Wir gehen zur Probe, wir gehen zum Auftritt. Aber wisst ihr, was ich davor machen muss? Wir gehen ins Trinity College in Dublin. Ich muss nämlich meine Studenten-Bus- und Bahnkarte abholen. Und das macht man hier im Trinity College. Muss man online beantragen und dann geht man mit seinem Studentenausweis hin und dann hoffentlich kriege ich die. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Auf jeden Fall wäre das richtig cool. Soweit, ich stehe in der nächsten Tür. Die andere hat gestunken, die ist besser. Jedenfalls, ich habe es geschafft, ich habe meine Studenten-Bus- und Bahnkarte bekommen und habe noch einen Regenschirm gekauft. Wichtige Sachen zu tun. Und jetzt bin ich unterwegs zum Probestudio. Also wir haben einen Proberaum gemietet in einem Musikstudio in Temple Bar. Und da treffe ich jetzt alle und da werden wir jetzt nochmal üben, bevor wir dann zur Location gehen und den Auftritt machen. Yay! Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, wie weit ich euch mit reinnehmen kann. Aber ich hoffe, es wird was. Ich stehe neben dem Mülleimer. Hier ist besseres Licht. Leute, die Probe ist vollendet. Ich stehe jetzt gerade hier irgendwo mitten auf der Straße. Es ist voll busy. Und ich habe mir eine Gabel geschnorrt bei einem Italiener, weil ich meine Gabel zu Hause vergessen habe. Und ich muss jetzt gleich zum Soundcheck. Ich bin eigentlich viel zu spät. Aber ich hoffe, es klappt noch. Leute.
Schwede. Guten Morgen, Leute. Ich habe nicht gefeiert, aber ich bin einfach nur krank. Das war so geil. Ich bin mit 39 Grad Fieber aufgewacht. Jetzt bin ich erstmal ausgenockt ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich heute Uni und das ist voll wichtig, weil es ist meine vorletzte Uni-Woche. Und wir machen eigentlich nur noch Prüfungsvorbereitungen jetzt gerade. Und es wäre eigentlich voll wichtig, hinzugehen, aber ich kann einfach nicht. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte richtig Kopfschmerzen danach. Und ich dachte, es kam vom, ne, weil man den Kopf immer so bewegt im Takt. Ja, aber nee, ich glaube, es ist von was anderem. Die Reaktion der Leute war auch voll cool. Ich meine, wir waren nur 9 köpfige Band. Wie geil ist das denn? Also wir hatten 2 Hauptsänger, 2 Backup-Sänger, einen Bassplayer, einen Schlagzeuger, eine an der Trompete, einen Gitarristen und mich. Wieso habe ich jetzt 10? Und mich. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das war's. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich muss auch sagen, unsere Uni, die ist sehr, sehr, sehr bedacht darauf, dass wir untereinander connecten. Also zum Beispiel, wenn die irgendwelche Auftritte für uns organisieren oder wo wir uns halt quasi irgendwo bewerben können, um zu spielen. Wir dürfen die meiste Zeit nicht alleine spielen. Wir müssen quasi uns mit mindestens einer Person zusammentun, die auch aus unserer Uni ist. Also die wollen halt wirklich die Studenten miteinander connecten. Und manchmal ist das richtig schwierig, ne? Weil man hat ja auch so ein bisschen Hemmung und man weiß immer nicht, oh, ist man selber gut und wie gut sind die anderen und passt das alles so zusammen. Aber im Endeffekt passiert dann halt wirklich was extrem Cooles, wenn man dann so über seinen Schatten springt. Dass man halt einfach das Miteinander einfach rausfindet. Und es sind immer Leute da, die sind besser als jemand, und dann sind Leute da, die brauchen noch ein bisschen mehr Hilfe. Und im Endeffekt kommt dann halt irgendwie aus allen Levels einfach so was Schönes dabei raus, ne? Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr geplant für dieses Video, aber ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, wirklich das in die Länge zu ziehen. Deswegen wird das einfach ein kurzer Vlog über das, was passiert ist. War ja doch aufregend. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch damit reingenommen habe. Und ich hoffe, es kommen mehr solche Sachen, es kommen andere Musiksachen, es kommen andere generelle Sachen und immer wieder Neues und Spannendes und Aufregendes. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann drückt gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.